In Brüssel beobachtet mein Kollege Klaus Weber für uns den Gipfel. Klaus, es heißt ja immer so schön, der nächste Gipfel ist der wichtigste. Wie wichtig ist denn der Gipfel heute und morgen? Ja, man könnte auch sagen, nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel, aber das ist genug mit den Fußballanalogien. Außer dass dieser Gipfel vielleicht in die Verlängerung geht, denn jeder ist sich darüber im Klaren, dass es ein schwieriger und langwieriger Gipfel werden kann. Es herrscht so die Stimmung zwischen Hoffen und Bangen. Donald Tusk, der Ratspräsident, sagte heute Morgen, es bleibt noch viel Arbeit zu tun. Martin Schulz, der Parlamentspräsident, sagte, er ist zuversichtlich. Und Jean-Claude Juncker hat es vielleicht am besten ausgedrückt heute Morgen. Er sagte, er ist einigermaßen optimistisch. Also man weiß nicht so genau, wohin geht die Reise. Auf jeden Fall gibt es alle möglichen Meinungen hier. Es kann genauso gut in die Hose gehen und es kann genauso gut sein, dass wir bald einen neuen Sondergipfel haben werden. Aber auf jeden Fall kämpferisch gibt sich die Kanzlerin. Wir haben ja gestern gehört in der Regierungserklärung, dass sie auch die EU offen kritisiert hat. Und vielleicht kommt sie auch mal hierher, um so einigen Mitgliedern die Leviten zu lesen und nicht nur irgendwie immer um den heißen Brei herumzureden. Denn es muss auch mal ganz klar und deutlich gesagt werden, dass es ohne andere Länder in der EU nicht gehen wird, dass die Deutschen allein diese Problematik nicht schultern können. Also um 16 Uhr geht es jetzt los. Und da geht es aber erstmal um ökonomische Dinge. Und dann danach um 19.45 Uhr trifft man sich zu einem Arbeitsdinner. Und dann wird es dann tatsächlich um die Migration gehen. Das kann bis tief in die Nacht dauern. Die EU ist gespalten wie nie. Erwarten Sie denn heute den großen Durchbruch? Naja, es gibt natürlich dicke Bretter zu bohren, das hat Donald Tusk auch schon gesagt. Man steht sich ja inzwischen unversöhnlich gegenüber. Die Osteuropäer sagen nach wie vor, mit uns gibt es keine Umverteilung, wir nehmen keine Flüchtlinge, keine weiteren Flüchtlinge auf. Die Kanzlerin will an ihrem türkischen Weg weiter basteln und arbeiten. Also das ist schon mal ein Riesenproblem. Dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie die Zypernfrage zu bewerten. Denn die Türkei, wenn man tatsächlich einen Deal mit ihr will, erkennt die zypriotische Regierung nicht an, bis heute nicht. Also das gilt es zu klären. Dann haben wir noch gar nicht über Visa-Liberalisierungen gesprochen. Es geht um Asylrecht. Das sind alles Fragen, die noch offen sind. Wie gesagt, ein Gipfel zwischen Hoffen und Bangen. Das sieht auch die SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament Birgit Sippel so. Europa schafft es derzeit nicht, weil es keine Einigkeit gibt. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit Flüchtlingen verfährt, wo sie unterkommen, wie gut die Integration funktionieren muss. Und es kommt, glaube ich, auch hinzu, dass einige Staaten noch Vorbehalte gerade gegen deutsche Politik haben, noch aus der Finanzmarktkrise kommen. Und das macht die Gespräche sehr schwierig. Sie sprechen wahrscheinlich die Osteuropäer an. Warum ist es gerade dort so schwierig, über Flüchtlinge zu reden? Also ich will es noch mal sagen, zum einen sind es, glaube ich, Vorbehalte aus der Finanzmarktkrise. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, einige Staaten den Eindruck haben, man nimmt nicht ernst die Besorgnisse, die aus dem Konflikt in der Ukraine entstehen könnten längerfristig. Und es ist natürlich so, dass diese Staaten nicht wirklich viel Erfahrung in der Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Staaten, anderen Kulturen haben. Andererseits hat die Kommission hier schon Hilfe angeboten und von daher kann ich nur hoffen, dass sich morgen spätestens ordentliche Ergebnisse hervortun. Also Sie sind ähnlich optimistisch wie viele andere. Es schwankt ja so ein bisschen zwischen Pessimismus und Optimismus. Wovon gehen Sie aus? Viel Arbeit, sagt Donald Tusk. Es ist sehr viel Arbeit, die noch getan werden muss. Aber ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass allen Staaten klar ist, dass wir eine gute europäische Position brauchen, wenn wir verhindern wollen, dass in der Kooperation mit der Türkei Herr Erdogan den Preis festsetzt und wir dann alles akzeptieren müssen, was er fordert. Deshalb brauchen wir eine klare europäische Linie, nicht nur bei der Frage der Registrierung, der Aufnahme von Flüchtlingen, sondern gerade auch Verteilung. Und natürlich auch die Frage, wie viele Flüchtlinge nehmen wir in welchen Zeiträumen aus der Türkei und anderen Staaten bei uns auf? Jetzt gilt es heute und morgen. Es ist wieder mal der wichtigste Gipfel seit dem letzten wichtigen Gipfel. Die Kanzlerin will eine europäische Lösung, die SPD auch. Jetzt, wie schafft man es, da 22 Staaten, die ja eigentlich keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, mit ins Boot zu holen?
Also ich glaube, der Präsident des Parlaments, Martin Schulz, hat das gestern sehr, sehr deutlich gesagt. Es geht ja nicht allein um die Flüchtlinge. Aber wenn wir so weitermachen, dass jeder meint, die Lösung bestünde darin, sich abzuschotten, gar keine Verantwortung zu übernehmen, Zäune in Europa zu errichten in einer Weise, wie wir das noch nie hatten, das wird Auswirkungen haben, auch auf unsere Bürger. Es wird Auswirkungen haben auf die Selbstwahrnehmung der Menschen. Es werden Mauern in den Köpfen entstehen. Und ich hoffe, dass das allen klar ist, dass es um mehr geht als nur um die Flüchtlinge, was schon wichtig genug ist, und dass uns das dann gelingt, tatsächlich Bewegung in die Gespräche zu bringen. Sie sprechen Martin Schulz auch an. Er hat heute gesagt, das ist zynisch, einen Deal mit der Türkei abzulehnen, beziehungsweise Gespräche mit der Türkei abzulehnen. Frau Mikl-Leitner wiederum sagte, man darf die Türkei nicht um jeden Preis ins Boot holen. Wie sollte man denn mit der Türkei am besten umgehen? Naja, beides widerspricht sich ja nicht wirklich. Unzweifelhaft brauchen wir die Türkei, spätestens wenn es um die Frage geht, wie finden wir eine Lösung für den Krieg in Syrien, für eine künftige Entwicklung in Syrien. Da geht es nicht ohne die Türkei. Aber richtig ist auch bei der Frage, wie verteilen wir Flüchtlinge, welche Rechte haben Flüchtlinge, wie gehen wir mit ihnen um, sollten wir nicht alles akzeptieren, was die Türkei uns vorschlägt, sondern wir müssen auch unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und dazu gehört auch, anders als derzeit auch in Österreich, dass wir selber auch Flüchtlinge aufnehmen. Frau Sippel, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Soweit Birgit Sippel, die noch mal bekräftigt hat, dass es ohne die Türkei nicht geht. Das wird auch die Linie der Kanzlerin hier sein, die um 15.30 Uhr hier erwartet wird und vielleicht hier unten vor die Mikros treten wird. Wir werden live dabei sein. Heute Morgen hat sie schon Konsultationen geführt. Sie war zusammen mit François Hollande, mit Donald Tusk und auch mit Alexis Tsipras. Da ging es wahrscheinlich um die Hilfen für Griechenland, auf die es ja auch ankommen wird. Und bei François Hollande kann man nur hoffen, dass sich vielleicht die Franzosen ein wenig bewegen und vielleicht, dass dadurch insgesamt Gefühl etwas Bewegung geraten wird. Das war es zunächst hier aus Brüssel und damit zurück nach Bonn.